Mega cringe. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. In 4K und allem drum und dran, ihr wisst Bescheid. Kommen wir zu 4-5 Crowded Cavern. Warum du dich fragst, warum ich in Welt 4 bin? Warum hast du den Kanal noch nicht abonniert und alle anderen Folgen gesehen? Schande über dich. Mann, war der Anfang schon wieder cringe. Egal, für die, die wir nicht abgeschalten haben. Vielen Dank, herzlich willkommen zu... Es ist kein Lore-Level und warum fallen wir nach unten? What the hell? Ich habe jetzt, so wie die ganze Zeit, mit einem Lore-Level gerechnet. Nein, es kommt eines der schlimmsten Donkey Kong-Level jemals. Ist es nicht wunderschön? Oh boy. Für die, die sich vielleicht nicht an dieses Level erinnern. Oder für die, die es wirklich noch nie gesehen haben. Lasst euch überraschen. Es wird wunderschön. Allein, dass ich mich doch heute daran erinnere, zeigt doch, wie schön dieses Level war. Okay. Oh, da unten ist schon das... Oh mein Gott, hello there. Bitte ess mich nicht. Affen schmecken nicht gut, glaube ich. Ich habe noch nie Affe... Ich wollte gerade sagen, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal Affe gegessen habt. Aber die Frage erübrigt sich. Ich hoffe nicht. Boah, wer bist du denn? Ich hasse mein Leben. Nee, was passiert? Hallo. Schönes Wetter heute, ja, Puzzleteil lecker. Oh, ich hab das N. Nee, er kommt schon wieder. Okay, ist er tot? Bitte. Ey, das wäre so schön. Oh, Checkpoint, Checkpoint. Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Er kommt mit Lasern. Was? Bitte? Okay. Ja, wie soll ich denn diesen Buchstaben holen? Er macht nichts. What the hell tut dieser Typ? Ist er jetzt tot? Wir sind fertig? Ich muss das N noch holen oder das G, was auch immer. Das ist das heftigste Level von allen. Aber wir haben es wenigstens geschafft. Das ist schon mal etwas, ja? Let's go! Nein! The Mole Train, der Boss dieser Welt. Damit geht's weiter. Ob ich mich freuen soll oder ob ich heulen soll, ich weiß es nicht. Wir starten trotzdem mal rein da. Ich hasse mein Leben abgrundtief. What the hell passiert jetzt schon wieder? Wir können aber fliegen. Ich glaube, das macht's ganz einfach. Aber wie cool inszeniert sind denn diese Bosse, bitte? Springen im richtigen Timing? Ich glaube, das kann ich. Das habe ich damals in der Schule gelernt. Ich weiß noch. 4. Klasse, 8. Semester. Da war das noch ein Ding. Ja, was muss ich machen? Ich muss doch bestimmt auf euch draufhüpfen. Ja, und die Herzen mitnehmen. Let's go, noch ein Herz. Was passiert mit denen? Kriege ich auch Didi wieder? Nee. Ich habe legit keinen Plan, wie das gehen soll ohne Didi. Eine Ewigkeit später. Bam, bam. Whack-a-Mole. Bam. Okay, jetzt fliegen wieder irgendwelche Wägen weg. Okay, hier, let's go. Ey, wir sind 3. Phase und Full Heal. Das klingt ganz nice. No way. Das sieht ganz gut aus. Weil, was soll ich denn wissen, wo er spawnt? Er kann Sachen werfen. No way. Ja! Komm, geh down. Oh, let's go. Let's go. Oh, boy. Oh, boy. Ey. Ey. Vine Valley heißt das erste Level der 5. Welt. Und ich bin froh, dass ich da jetzt bin, weil nach 40 Minuten Aufnahme für einen Boss ist schon heftig. Da ist man auch mal froh, wenn man dann mal weiter steppen kann endlich. Und das Level sieht höchst interessant aus scheinbar. Skippen wir wie immer. Das habe ich schon vorhin gerade gesehen. Das war jetzt nicht die Erleuchtung. Ich mag das. Wir sind ja jetzt, ihr müsst es so verstehen, wir sind jetzt in den Höhlen bei den Maulwürfen. Und jetzt kommen wir hoch in den Wald, glaube ich. Ich glaube, so soll der Übergang zwischen... Welt 4 und Welt 5 gemacht werden. Ganz genau. Und oh mein Gott, sieht der Wald episch aus. Oh boy, ich habe nur noch ein Herz. Das ist immer... Oh, ich habe 4 Herzen. Oh, hier können wir pusten. Tschu! Tschu!
Let's go, erster Checkpoint schon? Und noch keinen Buchstaben? Das ist nicht gut, Guys. Ey, die Welt sieht ja unfassbar schön aus. Ich bin unfassbar gestorben gerade. Man kann wirklich zurück. An dem Checkpoint gibt es kein Fass. Und ich bin jetzt zurückgelaufen, weil ich mir dachte, da war doch ein Diddy-Fass. Und es funktioniert einfach wirklich. Wie gut. Let's go. Ich liebe so Lianen. Lianen-Stuff wollte ich sagen. Ich bin so ein geisteskranker Gamer. Also cringe, wer noch kein Abo dagelassen hat. Wirklich cringe. Habt ihr eine Liane? Ja, ein bisschen spät, aber ja. Oh boy, der ist das. Der hält dir schön die Liane hin, bis du anbeißt. Zack. Und dann will er dich essen. Guck ihn dir an. An den müssen wir gar nicht, weil wir sind Profi-Gamer. Shazam an die Liane. Das sagen die coolen englischen Leute. Okay. Ich habe Angst, dass irgendwo wieder so eine blaue Dings dahinter ist, die uns essen will. So eine. Aber ich performe auch krass. Ja, kommt ihr nur runter hier. Bam, bam. Let's go. Oh boy, oh boy. Hä, hier ist schon das Ziel? Was ein unfassbar kurzes Level. Schade. Aber es war insane, es war cool, es war cool. Klingy Swingy ist das nächste Level und wir starten direkt rein da. Irgendwie finde ich, dass Klingy gar nicht gut klingt. Swingy schon, aber Klingy nicht. Vielleicht, weil Klingy irgendwie so wie Klinge klingt. Wie Klinge klingt. Nö. Klinge klingt. Mann, bin ich schon wieder unlustig heute. Es tut mir so unfassbar leid. Warum kann die Schlange auf dem Kopf... Boy, was ist denn... Hä? Was soll ich denn wissen, dass da oben was ist, Mann? Das ist ja mega... okay, okay. Was passiert? Ich, bitte, fünf Minuten. Wir haben also Puzzle, also nein, Busch da, also... Boy, hört doch auf! Ganz langsam hier rüber und hier runter. Wäre schon cool, wenn wir bisher keinen Buchstaben verpasst hätten. Oh boy. Oh boy. Okay, einfach hier rüber. Ja, okay. Da habe ich doch ein O gesehen. Und zwar jetzt. Oh, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar hier loslassen. Das N mitnehmen. Und hier rüber. Oh, ja, Ziel. Hey, damit habe ich gar nicht gerechnet. Lol. Guys, lasst auf jeden Fall ein Abo da und checkt dieses Video ab. Da haben wir Mario Bros. Wonder auf dem DS gespielt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute.